dass er uns. Und so wird dies ein Fest. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes nehmen Sie Platz, soweit Sie es können, der mit diesem Abendlob zu Ende geht. Wir haben ihn hier begonnen, in Dernbach, in der Klosterkirche, am Schrein der heiligen Katharina. Wir sind mit ihr unterwegs gewesen in ihre Pfarrkirche Wirges, wo wir unser Bistumsfest miteinander gefeiert haben. Und jetzt sind wir ihren Schwestern, die gestern oder heute leben, zu einer Einrichtung, zu etwas, das ihnen Gutes überkommen ist durch diese wunderbare Frau aus dem Westerwald. Das Schönste ist, liebe Schwestern und Brüder, wir können mit dieser Frau reden von Du zu Du, denn sie lebt ja. Sie lebt an Gottes Thron, als eine heilige Fürsprecherin für uns. Ich wurde heute von der Presse gefragt, was für einen Effekt soll denn die Heiligsprechung haben? Sollen jetzt mehr Schwestern aus den Dernbacher Schwestern hervorgehen? Soll die Ordensgemeinschaft wachsen? Dann habe ich gesagt, der Effekt ist, wir haben eine von uns in der Nähe Gottes. Das ist viel mehr wert als alles, was wir uns wünschen und denken können. Denn wenn wir sie mit ihr sprechen, zu ihr beten, sie um ihre Fürsprache bitten, sie wird es direkt Gott, dem Vater, sagen. Das ist unser katholischer Glaube an die Heiligen und Seligen im Himmel. Sie leben mit uns und sie sind für uns. Sie stehen an unserer Seite und sie stärken uns den Rücken. Was für ein wunderbarer Tag. Ich freue mich, dass heute Abend noch ein Gast zu uns gestoßen ist, Weihbischof Jörg Michael Peters von Trier, der den großen Koblenzer Bezirk als Visitationsbezirk verantwortet und in diesem Kontext vielen Dernbacher Schwestern und ihren Häusern begegnet. Vielen Dank, lieber Weihbischof, dass du noch zu uns gekommen bist. Wir wollen ein schlichtes Abendlob feiern und doch festlich. Und jetzt sind genug der Worte gemacht über Katharina. Katharina soll an diesem Abend noch einmal selber sprechen, zu uns sprechen, uns ins Herz.
Lasst uns gemeinsam beten. Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast deinen geliebten Sohn in die Welt gesandt. In selbstloser Liebe wollte er Menschen zu dir hinführen. Sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung sind der Anfang einer neuen Schöpfung und der Ursprung der Kirche, die du als heiliges Volk erwählt hast. Wie der Gottesknecht und wie Maria, die Magd des Herrn, wusste sich die heilige Katharina Kasper gerufen, den Menschen zu dienen. Dein Wille war die Richtschnur für ihr Denken und Handeln. Dein Geist gab ihr in den Zeichen der Zeit und im Gebet Orientierung und Halt. Hilf uns, den Menschen zu dienen, wie du es willst, und darin deine Ehre zu suchen und unseren Auftrag zu erfüllen. Darum bitten wir im Heiligen Geist, durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Wir denken an den Februar 1898. Niemand ahnte, welch schmerzlicher Verlust der Gemeinschaft der armen Dienstmägde Jesu Christi bevorstand. Am 29. Januar befiel Katharina Kasper ein leichtes Unwohlsein. Sie blieb 3 Tage zu Bett, ohne dass man eine merkliche Gefahr erkannte. Am Nachmittag des 4. Tages trat unerwartet eine große Herzschwäche und Ohnmacht ein. Als Katharina Kasper wieder zu sich kam, sagte sie: Ich sterbe jetzt, fahrt sofort. Die Schwestern ließen sie sogleich mit den Sterbesakramenten versehen. Mit vollkommener Ruhe und Ergebung schaute Katharina dem Tod ins Angesicht. Den am Krankenbett knienden Schwestern erteilte sie im Bett sitzend den mütterlichen Segen. Sie erwies sich innerlich und äußerlich vollkommen ergeben in Gottes heiligen Willen. Als das Fest Maria Lichtmeß begonnen hatte, wurde Katharina ganz teilnahmslos für diese Welt. Sie lag still mit geschlossenen Augen da auf ihrem einfachen Lager. Nachts um 2:30 verschied sie sanft und ruhig unter dem Gebete ihrer trauernden Schwestern am Fest Maria Lichtmeß. Die unerwartete Trauerkunde von dem Tod Katharina Kaspers, der Stifterin und Generaloberin der Gemeinschaft, erfüllte alle Schwestern mit tiefem Schmerz, aber darüber hinaus auch die Menschen, die sie gekannt hatten. Schon zu Lebzeiten war Katharina als Heilige verehrt worden. Es gibt viele Zeugnisse davon. Mein Vater, so erzählt zum Beispiel eine Schwester Bernardine, zahlte eines Tages dem Dekorationsmaler in Limburg die Rechnung aus. Katharina Kasper, die gerade anwesend war, saß in demselben Zimmer unten und strickte. Da ließen sich beide in eine Unterhaltung mit ihr ein. Ich war oben in einem Zimmer beschäftigt. Es kam nun plötzlich der Maler, der einen Gegenstand hatte liegen lassen, zu mir herauf und sagte: Die da unten sitzt, werden wir einmal als eine Heilige verehren. Ein weiteres Beispiel. In Hadamar wohnte nahe der Jesuitenkirche Familie Schwanz. Es waren einfache, fromme Leute, die zu Katharina passten und bei denen sie sich bald heimisch fühlte, wenn sie zu ihrer Freude bei ihnen einkehrte. Häufige Besuche führten sie vor ihrer Klostergründung, nämlich zu Pfarrer Hartmann. Schwester Justina, eine Tochter des Hauses, erzählt,
dass die Mutter ihren Kindern eine große Ehrfurcht vor das fromme Kathrinchen einflößte, die sie wie eine Heilige verehrte. Sie, Katharina, war immer ein leuchtendes Vorbild. Man hat sie immer für eine heilige Person, für eine große begnadete Seele gehalten. Die Schwestern, welche nach euch leben, werden euch beneiden, dass ihr das Glück gehabt habt, mit ihr zu leben. Ich halte sie für eine lebende Heilige. Schon 1928 wurde vom damaligen Bischof von Limburg die Eröffnung des Seligsprechungsprozesses für Katharina Kasper im Amtsblatt des Bistums verkündet. 50 Jahre später, 1978, wurde Katharina in Rom von Papst Paul VI. Selig gesprochen. 40 Jahre später anerkannte Papst Franziskus die Heiligkeit Katharinas für die ganze katholische Kirche. Am 14. Oktober sprach er sie heilig und stellte sie damit der Weltkirche als Beispiel und Vorbild vor. Wir danken Gott für diesen Menschen, der uns auch heute hilft, unseren Alltag zu gestalten und zu leben. Katharina, bewegt von Gottes Geist, sagen wir Dank am Abend des Tages, der viele bewegte, der viele bewegte, auf dich zu schauen, mit dir auf Gott und den Nebenmenschen. Katharina, das Wunder von Dernbach, das herrliche Wirken Gottes an dir, in dir, durch dich, in göttlichem Geist, der bewegt. Göttlicher Geist hat dich bewegt, der Not nicht zu entfliehen, einzusteigen, frei gewählt, mitzufühlen, wie Jesus, der kam, um zu dienen. So wolltest auch du dienen, lehren durch Beispiel, damit der Himmel die Erde und die Erde den Himmel berühren. Katharina, du hast Jesus wirklich verstanden, die Sendung im Alltag bewährt. Alles ist groß,
was man zur Ehre Gottes tut. Da gibt es gar nichts Kleines, lehrst du uns. So hast du gelebt und geglaubt. Heilige Katharina, nimm uns an der Hand und führ uns zur Quelle der Freude. Am Ende eines erfüllten Tages wollen wir danken. Die heilige Katharina hat einmal gesagt, es bleibt für uns unsere Hauptaufgabe, für die Heiligung zuerst zu sorgen. Das hat sie getan und wurde nicht müde, ihre Nebenmenschen zu ermutigen. Wir wollen innig beten für die Anliegen der Kirche und die Heiligung. Herr,
Wir danken dir, dass die Kirche die Heiligkeit Katharinas offiziell anerkannt und sie der Weltkirche als Vorbild vorgestellt hat. Danket Gott, denn er ist gut, groß ist alles, was er tut. Seine Huld wird alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. Die heilige Katharina hat einmal gesagt: Ich gebe Ihnen den Rat für jede Stelle und jede Handlungsweise, dem lieben Gott sich überlassen, alles aus Liebe und zur Ehre Gottes tun zu wollen. So wird der liebe Gott Ihnen alle Zeit zu Hilfe kommen. Herr, wir danken dir für alle, die zu diesem Festtag beigetragen und für alle, die mitgewirkt haben, für alle, die ihren großen Einsatz geleistet haben. Für Katharina Kasper zur Ehre Gottes. Wir danken dir, dass du allen Bemühungen das Gelingen gegeben hast. Danket Gott, denn er ist gut, groß ist alles, was er tut. Seine Huld wird alle Zeit, Die heilige Katharina liebte die Einfachheit. Sie hat einmal gesagt: Sie wissen ja, dass ich nicht gern viele Worte mache und viel Geräusch, sondern einfach und schlicht wollen wir dem lieben, guten Gott unsere Wünsche vorbringen in aller Demut unserer Herzen. Herr, wir danken dir, dass im Zuge der Heiligsprechung die Medien auf Katharina aufmerksam geworden sind. Wir danken dir für jede Gelegenheit, den Menschen Katharinas kostbares Charisma mitteilen zu können. Danket Gott, denn er ist gut, groß ist alles, was er tut. Seine Huld wird alle Zeit, Die heilige Katharina hat einmal gesagt: Guter Wille und gemeinschaftliches Zusammenwirken macht stark und auch vergnügt. Herr, wir danken dir für die Gemeinschaftserfahrungen in den Monaten der Vorbereitung in Rom und für den heutigen Tag, die geprägt waren von großer Begeisterung für die Sache Katharinas. Eine Begeisterung, die je neu ansteckt und Freude macht. Danket Gott, denn er ist gut, groß ist alles, was er tut. Seine Huld wird alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. Danket Gott, denn er ist gut, groß ist alles, was er tut. Am Abend dieses festlichen Tages, am Ende des Katharina-Kasper-Festes, sagen wir Gott insbesondere Dank für das große Geschenk, das er uns mit Katharina Kasper gemacht hat. Ja, Großes hat der Herr an ihr getan. Bereits der erste Limburger Bischof, Peter Josef Blum, zu dem Katharina Kasper eine enge Verbindung hatte, den sie immer wieder um Rat gefragt hat und der ihr oft in Zuspruch und Widerspruch geholfen hat, den Willen Gottes zu erkennen, bereits er hat diese von Gott geschenkte Größe in dieser einfachen Frau erkannt. Über ihn ist Folgendes in der 1951 von Schwester Johanna Eifler erschienenen Lebensbeschreibung von Katharina Kasper, ein Leben der Liebe, zu lesen. Als Bischof Peter Josef Blum im November 1884 den Schwestern die ausführliche Erklärung ihrer Regeln übergab, trat bei der Rückschau auf die Vergangenheit ein inniges Dankgebet auf seine Lippen. Und er schrieb die ergreifenden Worte: Wenn ich jetzt
am Abend meines Lebens der Stunde gedenke, in welcher ich am 15. August des Jahres 1851 den 5 ernsten Dienstmägden Jesu Christi in der Pfarrkirche zur Wirges das Heilige Ordenskleid überreichte und erwäge, welche Ausdehnung seitdem die Genossenschaft gewonnen und wie viel Segen durch die Vermittlung im Laufe der Zeit über tausend und tausende von Kranken, Armen und unterrichtsbedürftigen Kindern vom Himmel herabgeflossen ist, so kann ich nicht umhin, mit den Worten des Magnificat auszurufen: Großes hat an ihr getan der Mächtige, sein Name sei geheiligt. Thank you.
Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Du bist groß in deinen Heiligen. Wir danken dir für das Lebenszeugnis der heiligen Maria Katharina Kaspar, die hier gelebt und gewirkt, die hier ihre letzte Ruhe gefunden hat. Die Saat ihres Lebens ist aufgegangen in den vielen Schwestern, in den vielen guten Werken, die seitdem gesät worden sind, auch in unsere Herzen. Hilf uns, nach dem Beispiel der heiligen Katharina, den Armen zu dienen, die Kleinen zu lieben und uns ganz dir zu schenken. Darum bitten wir, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Lieber Bischof Georg, lieber Weihbischof Peter in Trier, liebe Mitfeiernde, am Abschluss eines solch überwältigenden Tages Dank sagen zu dürfen, ist ein besonderes Geschenk und auch eine ganz besondere Herausforderung. Wo beginnen, wo enden? Alle Anwesenden mussten wir nennen, denn sie alle haben dazu beigetragen, dass dieser Tag ein solches Fest werden könnte. Also unser Dank gilt Ihnen allen, besonders aber Gott, der diesen Tag so vollendet hat. Gestatten Sie mir, dass ich trotzdem einige nenne, die besondere Verantwortung für das Gelingen dieses Festes getragen haben. Alle, die die wunderbare Statio und das Abendlob in der Klosterkirche gestaltet haben. Alle, die die Prozession mit dem Schrein möglich gemacht haben, die Trägerinnen und Träger, der Musikverein, die Vorbeter und Vorbeterinnen, die die Übertragungen regelten und alle, die mitgingen. Alle, die in der Liturgie mitgewirkt haben, die Zelebranten, die Organisten, die Chöre, die Solisten und das Orchester, die Messdiener, die Küster und alle, die in der Liturgie einen Auftrag hatten und die unsere Gotteshäuser so schön geschmückt haben, die Sorge getragen haben für die Gottesdienste in der Katharina Kaspar Schule und in dem Jutedom.
Alle, die die Vorbereitungen und die Durchführung für das Fest geplant haben und es so ermöglichten, dass es gelingen könnte. Triangel, Tandem Plus, Tandem, Kommunikation, Technik, neue Lieder, bewegt vom Gottesgeist, da waren wir alle mit. Wenn wir hier anfangen würden, aufzuzählen, kämen wir heute an kein Ende. Für das Essen und die Getränke in Wirkes und in Dernbach, die Stände, die Bahn, der Kinderdienst, Schattenspiel, Hüpf- und Spielmöglichkeiten, für die Hilfen der Bürgermeister, der Vereine, der Feuerwehr, Malteser und vieles mehr. Neben unseren beiden Pfarrern, den Pfarrgemeinden, den Zivilgemeinden, den Schwestern und den Mitarbeitern möchte ich noch vom Bistum nennen, unseren Herrn Bischof Georg, Professor Dr. Platen, sehe ihn ja gar nicht, aber der wird vielleicht da sein, Frau Lechtenböhme, Herrn Schnelle, Frau Pinkus, Herrn Grete, Frau Gatter und wenn ich weiter nenne, das sind noch viele, viele Namen. Für die Wanderausstellung die Mitarbeitenden der katholischen Erwachsenenbildung, unter anderem Frau Knöllinger-Acker. Ein besonderer Dank gilt Bruder Leo. Ich weiß nicht, wo er ist. Und den Mitgliedern des Diözesan-Tribunals Indore, Indien, die sich auf dem Weg nach Rom und nach Dernbach gemacht haben. Wir freuen uns, dass Sie unter uns sind. Ihnen allen ein großes Dankeschön, auch denen, die jetzt und hier nicht genannt sind. Die heilige Katharina Kasper weiß gewiss um ihren Einsatz und ist sehr dankbar für alles, was sie in den letzten Wochen und Monaten zur Ehre Gottes und zum Gelingen dieses Festes geleistet haben. Gestatten Sie mir kurz auf Englisch diese Rede zu halten. Das sind die ganze Reihe Leute, die mich nicht jetzt verstanden haben. Ich nenne alle noch einmal auf Englisch. Dear and respected Bishop Georg, the auxiliary bishop from Trier, Bishop Peters, and the community that is gathered together to celebrate today, the Saint Katharina Kasper. To give thanks at the end of such an overwhelming day is a special gift and also a very special challenge. Where to start? Where to end? In fact, we need to name each one present here because you all did your very best to make this day such a wonderful one. Therefore, my thanks, therefore our thanks go to you all. But if we say each name today, we will never come to an end. And yet allow me please to name those who bore special responsibility for the success of this festival. All those who prepared the statue here in the cloister kirche, and this evening prays now. All those who made the procession with the shrine possible, the bearers, the music society, the prayer leaders, those who regulated the procession, and all those who walked the way of Katharina Kasper. All those who have taken active parts in the liturgy, the celebrants, the organist, choir, soloist, and the orchestra, the altar servers, the sacristan,
and all who had a special assignment in the liturgy, who decorated our churches so beautifully, and who took care of the services for the children. All those who planned and carried out all the tasks for the festival so that it could become a great success. We had a number of committees, and they were named as Triangle, Tandem Plus, Tandem, and words like communication, technique, new songs, and moved with the from the Spirit of God, we were involved in this feast day celebration. For the food and all those who planned and carried out, for the food and the drinks in Virgus and in Denver, for the stands, for the train, I don't know whether you have seen all those things which were already in our compound today. For the children's ministry, shadow play, and for the opportunities for jumping and playing. We are grateful for the help of the mayors, the associations, the fire department, Malteser, and many, many more. Besides our two parish priests, the pastors, the parishioners, the local authorities, sisters and co-workers, I would like to name a few people from the diocese. That's our Bishop Georg, Professor Dr. Platten, Mrs. Leshton Böhmer, Mr. Schnelle, Mrs. Penkus, Mr. Grethe, Mrs. Gatta. For the exhibition, the co-workers of the Catholic Adult Education, among others, Mrs. Knollinger Acker. Our very special thanks go to Brother Leo and to the members of the Diocesan Tribunal Indore. I don't know where Brother Leo is, but he is somewhere, that living wonder among us. We are glad that you are among us. A big thank you also to those who are not mentioned here and now. Saint Katharina Kasper certainly knows your commitment and is very grateful for everything you have done in the last months and weeks for the glory of God and for the success of this day, this feast today. Now we have a special gift for our bishop, and we would like to Sister Theresia to invite and to come to give this special gift. Nun kommt noch ein extra Dank an unseren Bischof. Für Sie haben wir uns eine besondere Freude ausgedacht. Lieber Herr Bischof Georg, im Namen der Gemeinschaft überreicht jetzt Sister Theresia, die Provinzoberin der deutschen Provinz hier, ein Reliquiar mit einer Reliquie der neuen heiligen Katharina, der ersten heiligen ihres Unters. Die heilige Katharina Kasper ist nun ein Geschenk für die Weltkirche, nicht nur für die Dernbacher Schwestern. Sie ist unser aller Heilige. Die Welt braucht heute solche überzeugende Heilige wie Katharina Kasper. Lasset uns wie unsere Heilige, wie die heilige Katharina aus Dernbach, ruhig, demütig, aber mit großem Gottvertrauen der Zukunft entgegengehen, nichts suchen noch wünschen, als den heiligen Willen Gottes zu erfüllen. Herzlichen Dank an Sie alle.
Katharina Kasper is now a gift for the Universal Church. She is our saint, not only the saint of the poor handmaids of Jesus Christ. Today the world needs such convincing saints as Katharina Kasper. Let us, like Saint Katharina of Dernbach, face the future calmly and courageously with great trust in God, seeking nothing more than wanting to fulfill the will of God. Thank you very much. Mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der heiligen Maria Katharina Kasper und aller Heiligen, segne euch der dreifaltige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.